Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Backvideo. Ja, Backvideo dieses Mal. Und zwar gibt's Himbeer-Quark-Torte. Und ja, natürlich nicht wieder von mir selbst gemacht, aber naja, mit mir zumindest. Du bist auch mit dabei. Jo, auch von mir ein herzlich willkommen. Und ja, wie ihr dieses Mal sehen könnt, wir haben hier schon einiges vorbereitet. Ich habe so mehr oder weniger alles schon bereitgestellt. Das Wichtigste sind 150 Gramm Himbeeren, damit die schon mal vor sich auftauen können. Ihr könnt natürlich auch frische Himbeeren nehmen. Ich habe jetzt die tiefgefrorenen genommen. Nimmt sich dann schlussendlich nicht viel. So, um anzufangen, werden wir jetzt hier erstmal eine Schüssel. Und ich habe jetzt hier einen Maßbecher, um dann gleich die zwei Eier hier zu trennen. Ihr müsst nämlich das Eiweiß dann getrennt vom Rest aufschlagen, damit ihr dann einen schönen Biskuitboden kriegt. Genau, und bevor hier der Lärm anfängt, werde ich jetzt zum Eigelb noch 2 Esslöffel Wasser dazugeben und was haben wir ausgerechnet? 80 Gramm Zucker und das dann auch mit dem Schneebesen gut verrühren. Wir haben jetzt hier in einer Schüssel das Eigelb mit Wasser und Zucker vermischt, ein bisschen cremig geschlagen, wie ihr hier sehen könnt. Und in der anderen, im anderen Gefäß das Eiweiß steif geschlagen, wie ihr sehen könnt, das ist steif, das können wir jetzt auch kippen. Und ja, jetzt kommt hier dazu noch das Mehl. Was haben wir ausgerechnet? 75 Gramm Mehl und ein Drittel Teelöffel Backpulver. Naja, ich mache einen Teelöffel. So, ich habe jetzt hier das Mehl und das Backpulver reingetan. Und eigentlich steht im Rezept, da können wir gleich noch das Eiweiß dazu tun. Ich rühre meistens aber erst diese Masse ein bisschen gleichmäßig durcheinander, weil nachher, wenn wir das Eiweiß dazu geben, dürfen wir es nur noch unterheben, damit diese Luft, die jetzt im Eiweiß eingeschlossen ist, nicht gleich wieder rausgedrückt wird. Und nachdem wir das dann gut vermengt haben, nehme ich hier das Eiweiß raus, werde es dazu packen und dann das auch gut unterheben, damit es eine homogene Masse wird. Nachdem ihr dann hier das Zeug gut zusammengemischt habt und eure Backform gut eingefettet habt, werde ich das jetzt hier gleich reingeben. Und dann, wenn der Ofen warm genug ist, den ich jetzt auf Ober-Unterhitze mit 180 Grad vorgeheizt habe, werde ich es dann da reingeben für 20 bis 25 Minuten. Machen wir uns an die Füllung oder Topping oder wie auch immer es ihr nennen wollt. Dafür nehmen wir jetzt gleich erstmal 3 Gelatineblätter. Für das Himbeertopping nehmen wir rote Gelatineblätter, für den Quark nehmen wir gleich weiße Gelatine. Und davon weichen wir jetzt erstmal 3 Stück in Wasser ein. Und aufpassen, nehmt unbedingt kaltes Wasser, weil sonst verflüssigen die sich schon zu sehr und dann kriegt das gleich gar nicht mehr aus der Schüssel gelöst. Genau, das stelle ich jetzt hier mal drüben hin, damit das da vor sich einweichen kann. Und dann werden wir uns an die Himbeeren machen. Ich habe es jetzt vorhin mal in die Mikrowelle gehauen, damit sie mal noch ein bisschen flüssiger werden. Ich nehme jetzt einen Pürierstab, werde die gleich pürieren, damit es dann ein Püree ist. Dann durch Sieb hauen, damit all die Kerne draußen sind und dann sehen wir uns gleich wieder. Nachdem wir dann die Himbeeren püriert haben und durch ein Sieb gejagt haben, habt ihr dann hier wirklich nur noch das reine Himbeerfleisch, Mus, Gedöns, keine Ahnung. Da hauen wir jetzt gleich ein Esslöffel Zucker rein und die Gelatine, die hier drüben ziemlich gut eingeweicht ist, wie ihr sehen könnt, wird gleich abgegossen und dann haue ich sie kurz in die Mikrowelle rein, damit sie schmilzt und damit wir dann da alles zusammenrühren können. So, einen kleinen Trick von mir, damit es dann nicht beim Reingießen schon klumpt, gebt am besten ein kleines bisschen von dem Himbeerpüree mit Zucker da schon rein und verrührt das gut, damit das schon mal die Temperatur ein bisschen annimmt. Und wenn ihr das dann gut verrührt habt, könnt ihr das dann zusammen da wieder reinkippen. Für dann das weiße Topping brauchen wir jetzt hier Schlagsahne. 350 Gramm in meinem Fall. Also ich werde euch sowieso dann das Rezept unten in der Infobox verlinken, damit ihr euch dann den Kuchen selber nachkochen könnt. Ich habe jetzt nur einen Prozentsatz davon genommen, weil sonst uns der Kuchen bzw. die Torte zu groß werden würde. Gut, ihr Lieben, nachdem ihr dann die Sahne steif geschlagen habt, hier schön zu erkennen in der Schüssel, dieses Mal hoffentlich richtig, naja, ist sowieso viel zu viel. Hui! Müsst ihr dann den Speisequark nehmen. Das Rezept steht zwar Magerquark, ich habe jetzt den Speisequark gekauft. Ja, müsst ihr dann entscheiden, wie viele Kalorien ihr schlussendlich bei der Torte haben wollt.
Wir nehmen jetzt hier noch den Speisequark, werden den dann gleich mit 70 Gramm Zucker noch verrühren. Dann werde ich da die Gelatine drunter heben. Also rein theoretisch müsstet ihr jetzt auch bei der Gelatine wieder das gleiche Verfahren machen wie bei der roten Gelatine. Also erst einweichen. Da ich jetzt hier aber diese fixe Gelatine habe, erspart mir dieser Schritt gerade. Und die kann ich dann gleich einfach so drunter mischen. Quark und Zucker ist vermischt. Jetzt kommt hier die Gelatine rein und dann wird das gleich alles unter die Schlagsahne gehoben. Bevor ich vergesse, Vanillinzucker kommt auch noch rein. Ein Päckchen davon einfach auch noch unter diese Quark-Zucker-Mischung. Die zwei Sachen werden jetzt auch miteinander vermischt. So, ihr Lieben, nachdem ihr dann hier auch die weiße Mischung fertig gemacht habt, nehmt ihr dann euren Boden, der in der Zwischenzeit aus dem Ofen rauskam. Ist jetzt super schön aufgegangen. Den werde ich jetzt trotzdem aber noch in der Hälfte schneiden müssen, weil er einfach zu hoch ist für allgemein die Form dann sonst. Daher wird es dann bei uns zwei kleine Kuchen geben. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier den Kuchen in der Hälfte geschnitten. Hier ist die zweite Hälfte. Die lege ich jetzt erstmal zur Seite. Und hier packe ich jetzt gleich mal die weiße Quark-Sahnecreme drauf. Das verteilt er dann gut drauf. In der Zwischenzeit holt euer Küchenkumpane für euch eine Gabel. Dann nehmt ihr die Hälfte von dieser Himbeermischung, verteilt die gleichmäßig drauf. Überall ein bisschen klecksen. Und das zieht ihr dann durch die weiße Mischung irgendwie durch. Wie ihr das macht, ist euch überlassen. Wird dann einfach für ein Muster drinne sorgen und guckt, dass es nicht wirklich vermischt wird, sondern dass es halt einfach ein bisschen Himbeere, ein bisschen Quark-Sahne verteilt drauf ist. Und dann, ja, lässt er das dann nachher 4 Stunden lang im Kühlschrank kalt stehen, damit die Gelatine wirklich die Möglichkeit hat, sich gleichmäßig zu verteilen, kalt zu werden und hart zu werden. Genau, so kommt das dann in den Kühlschrank. Wie ihr sehen könnt, Torte ist jetzt schön abgekühlt, alles schön fest geworden. Und ich würde sagen, wir probieren sie jetzt gleich mal. Mal kurz anschneiden, kleines Stück raus. Oh, guck mal. Mini kleines Stück. Voll süß. Naja, mal probieren. Ich überlasse wieder mal dir den Vortritt. Wa? Uiuiui. Na, schauen wir mal. Was denn? Schön fruchtig auf jeden Fall. Was? Ja. Sehr schön. Hervorragend. Ja, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, werde ich euch auf jeden Fall oder werden wir euch das Rezept unten in der Infobeschreibung dalassen, damit ihr es, wenn ihr Lust habt, drauf auch natürlich nachbacken könnt. Und sonst würden wir uns freuen über ein Däumchen nach oben oder einen Kommentar, was ihr euch wünscht, was ich als nächstes kochen, backen, etc. tun. Naja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Rest des Tages, Abend, wie auch immer. Und hoffentlich sehen wir uns ein anderes Mal wieder. Ciao zusammen! Ciao!